Hallo, ihr wunderbaren Seelen und herzlich willkommen zu einem neuen Thema. Was möchte er von dir? Seine Pläne in Bezug auf dich. Heute arbeite ich noch mit Manara-Karten. Und zwei Decks, wie gewohnt, zur Auswahl hast du. Hier hast du den Stein Fluorit. Und Deck Nummer 2 mit dem Stein Bergkristall. Du kannst dieses Video auch komplett schauen, die Impulse abholen. Dies ist eine allgemeine Legung, die muss mit dir nicht zu 100% resonieren. Wenn es ab 60% losgeht, dann ist es schon super. Vielen Dank, vielen lieben herzlichen Dank für deine Likes, für deine Kommentare, für deine Worte, für das, wie du beschreibst, wenn du in Resonanz mit mir gehst. Das ist sehr spannend zu lesen. Das ist auch sehr interessant für mich zu lesen, denn dadurch bekomme ich auch Feedback, weil ich sitze ja hier alleine und schicke meine Videos in die große Welt hinaus. Und nicht immer bekommt man einen lieben Gruß zurück, aber ich freue mich immer wieder auf alle von euch, auf alle Worte. Und das bedeutet mir auch sehr viel und das stärkt mich auch und gibt mir auch Rückhalt und gibt mir auch, sendet mir Zeichen, dass das, was ich tue, wichtig ist, wobei ich das ja schon für mich selbst natürlich weiß, dass das Ganze sehr bedeutend ist. Aber es freut mich trotzdem immer wieder mal von dir zu hören. Es wäre für mich vielleicht noch interessant zu wissen, woher du kommst, eventuell dein Land, deine Stadt. Das wäre noch sehr spannend, ich denke für uns alle. Und nun, Position Nummer 1. Wunderschöner Fluorit. Herzlich willkommen. Was möchte er von dir? Seine Pläne in Bezug auf dich. Denk an ihn. Stell dir vor, wie er aussieht, wie er riecht, wie er spricht, wie er schweigt, wie er dich küsst, dich streichelt. Was möchte er von dir? Wer ist eigentlich er? Kann sein, dass du ihn eventuell sogar verscheucht hast oder er beschützt seine Grenzen. Er ist jetzt sehr defensiv. Oder du bist diejenige, die dafür sorgt, dass zwischen euch, genau, nicht viel passiert. Sei es zwischen euch, gibt es keinen Frieden. Was auch immer Frieden bedeutet für euch beide. Wenn es er ist, wenn er sich verteidigt, vielleicht sagt er zu dir jetzt durch die Karten, ich bin unschuldig. Ich war es nicht. Ja, dann versucht er, dir etwas zu beweisen. Vielleicht vermutest du hier einiges. Aber er will dir sagen, nein, es ist nicht so gewesen. Es ist nicht so, das entspricht nicht den Tatsachen. Hör doch mal auf. Es ist nicht, wie du denkst. Es ist anders. Ich bin anders. Was will er damit erreichen? Dass du ihm mehr vertraust, dass du ihm mehr glaubst. Und dass du wieder Interesse an ihm zeigst. Okay, was möchte er noch von dir? Er möchte noch eine Chance oder eine Chance. Er möchte Liebe. Er möchte Gefühle von dir, sodass du diese zeigst. Ja? Wenn du wirklich in diese Position gegangen bist, dann gefällt es ihm überhaupt nicht,
Er ist sogar sauer, muss ich dir mitteilen. Er ist sauer, er möchte mehr Liebe, er möchte, dass alles harmonisch abläuft. Er möchte keinen Stress, er möchte keine Panik, er möchte einfach sein Mannsein genießen. Hier kommt der König der Münzen. Er möchte auch die Kontrolle über die Situation übernehmen. Er könnte hier ein Steinbock oder Stier sowie Jungfrau sein. Sei es Aszendent oder er hat die Sternzeichen im Mond oder Sonne, ja. Er möchte, dass er für dich unvergleichbarer Mann ist oder bleibt. Ja, hier möchte ich auch an die Frauen denken, die glücklich vergeben sind, eventuell auch verheiratet sind. Er möchte, dass du in ihm, ja, falls es für dich jetzt stimmt, in der Konstellation, dass du ihn als einen guten Ehemann siehst, dass du ihm vertraust, dass du dir Möglichkeiten gibst, dass du deine Zuwendung, deine Hingabe zeigst, dass du auch seine Positionen stärkst und verständlicher für ihn wirst. Und für die anderen möchte er, falls es mal um on-off geht, möchte er, dass es wieder on ist und danach auch mit mehr Gefühl. Jetzt geht es um die Gefühle. Jetzt ist die Leidenschaft, doch, wo ich schon von der Leidenschaft spreche. Aber die Leidenschaft ist jetzt wirklich etwas in den Schatten gekommen. Ja, jetzt ist mir interessant, welche Emotionen du hast, welche Emotionen er hat. Und das ganze Sexuelle, das kann erstmal warten. Das kann erstmal ruhen. Er möchte, dass du dich liebevoll zeigst. Dass du ihm noch eine Chance gibst, meine Liebe, das möchte er. Er möchte noch eine Chance von dir. Von der Königin der Kelche möchte er diesen Ass der Münzen, der liebe König der Schwerter, bekommen. Oder falls du dein Herz schon einem anderen geschenkt hast, gefällt es diesem König der Münzen nicht wirklich. Der möchte es natürlich für sich haben. Seine Pläne in Bezug auf dich. Was plant er in den kommenden, sagen wir mal so, 3 Wochen? Was kannst du von ihm erwarten? Es wird nicht einfach zwischen euch. Du musst richtig aufpassen, ja, mit was er kommt, wenn er wieder auftaucht. Vielleicht wird er dir erzählen, dass da etwas sehr sich beschleunigt entwickeln werden kann. Aber dem sollst du keinen Glauben schenken. Er hat hier etwas mit sich selbst zu klären. Er hat hier Probleme mit sich selbst. Und das Ganze überträgt er leider in eure Verbindung, in die Beziehung, sodass es zu Last für dich wird. Du musst diese ganzen, die 10 Stäbe hier, bitteschön, stemmen, ja? Willst du das? Möchtest du das? Davon bekommt man wirklich Rückenschmerzen, nicht nur, ne? Und ob du das möchtest? Hier ist das die Frage. Alle Fragen. Seine Pläne, dir etwas aufzutischen, was nicht der Wahrheit entspricht. Es geht hier um etwas, was er als etwas Schnelleres verkaufen wird. Sei es, du erwartest etwas von ihm und es kommt nicht und dann plötzlich erzählt er dir, dass das doch geht. Ja, es geht jetzt doch noch schneller. Aber schneller wird es nicht gehen. Eben nicht. Seine Pläne noch. Wenn ihr euch in einer Sackgasse befunden habt, dann möchte er aus dieser Sackgasse langsam rausgehen. Er möchte auch aus seinem Rückzug rauskommen. Er möchte, dass du auch aus deinem Turm
entlassen wirst, dass du runterkommst. Dass du ihm die Chance gibst, ja, wie Rapunzel, dass du ihm deinen Zopf reichst, dass er zu dir nach oben darf. Denn das Interesse an dir ist hier groß. Das Interesse ist groß. Ich sehe also für euch hier ganz schön interessante Perspektiven. Ja, wenn er nicht vergeben ist, dann wäre hier tatsächlich eine interessante Zweisamkeit möglich zwischen euch. Oder es geht weiterhin gut vorwärts. Was noch, wenn er eine neue hat und das ist dein Ex, dann sehe ich hier leider, dass er bei seiner neuen Frau bleibt oder bei der Frau bleibt. Ja, hier kommen zwei Ex-Partner zum Vorschein und eine Herrscherin. Und die Herrscherin besagt mir, dass es für die vergangenen Geschichten, ja, diese Ex-Geschichten, hier leider alles wirklich zu Ende ist. Aber für etwas Neues, je nachdem, wo du jetzt dich befindest mit deinem Partner, mit deinem Gegenüber, ja, so soll es mir hier jetzt resonieren. Wenn es alles gut bei euch läuft und es kein Ex hier ist, dann werdet ihr weiterhin gemeinsam eure Liebe genießen. Das möchte er auch. Und generell erinnert sich dieser Mann sehr viel an die Vergangenheit, an das, was war. Ja, falls hier gar kein Kontakt mehr besteht. Seit mehr als 2 Monaten, sage ich mal so. Erinnert sich oft an dich, erinnert sich an das Ende. Und du bist für diesen Mann geheimnisvoll. Auch in dem, wie du handelst, in dem, wie du deine Möglichkeiten, deine Chancen wahrnimmst. Aber er findet, dass es sehr, sehr selbstbewusst ist von dir. Gut, eine breit gefächerte Legung. Hier kommt noch Enttäuschung zum Tragen, ja, je nachdem. Und Stabilität, nicht, dass da stabil irgendeine Enttäuschung im Raum ist. Vielleicht möchte er sich stärker zeigen, aber das gelingt ihm nicht. Ja, da wo ich wieder von Manara gesprochen habe und fast die Karten vergessen habe. Na, jetzt ist da noch jetzt die Möglichkeit, in die Karten reinzugucken. Was sagen dir die Karten? Einen Ratschlag wollen wir jetzt. Dreiecksgeschichte ist hier sehr bunt, wenn diese stattfindet. Und von dieser Geschichte sollst du dich befreien. Ja? Liebe dich selbst, mehr Aufmerksamkeit für dich selbst. Und wenn es in einer Partnerschaft, in einer guten Verbindung doch nicht so gut läuft, ja, und du überlegst dir, naja, du musst handeln, du musst was tun, ja, dann handle und tu was. Entscheide dich für etwas eventuell auch Ausgefallenes. Lauf nicht von deinen Ängsten. Wenn es dort nicht mehr funktioniert, dann finde dich selbst, entdecke dich selbst wieder. Ja, gib dir die Selbstliebe, kümmere dich mehr um dich. Hier kannst du ruhig die Vergangenheit auch vergessen und ein neues Kapitel anfangen. Für den Mann bist du nicht uninteressant. Vielleicht ist da sogar schon jemand Neues, von dem du noch nicht Bescheid weißt. Aber da musst du genau hinschauen, welches Interesse er für dich hat. Genieße dich selbst, sei sehr, ich sag mal sogar egoistisch. Gesunder Egoismus schadet nie. Du kannst auch selbst gerne Initiative ergreifen und mit den Männern in Kontakt zu gehen, die eventuell für dich interessant sein können. Und falls du natürlich weiter mit diesem Mann, auf den du hier jetzt schaust, bleiben möchtest,
dann sagen dir die Karten, genieße auch die sexuelle Note, die zwischen euch ist, die leidenschaftliche Note. Denk mehr an dich selbst, gesunder Egoismus. Und verbrenne dort die Brücken, wo diese nicht mehr dienlich sind. Eine Karte kommt noch für dich. Jaguar, wow. Schaut euch meine Kerze heute an. Ich hatte den Impuls, genau die Kerze heute zu nehmen, um diese Legung für euch zu machen. Hier ist genau Jaguar abgebildet. Hier kommt auch Jaguar. Dimensionssprung. Unabhängigkeit von der äußeren Welt ist wahre Freiheit. Na, wenn das nicht resoniert, dann bin ich mal gespannt auf deine Kommentare. Alles Liebe und ich wünsche dir einen richtig coolen, geilen Quantensprung. Mach's gut! Und wir sehen uns bald. Sehr interessante Legung, sehr dynamisch, schwungvoll, kann ich sogar sagen. Ich habe das schon im Gefühl, ja, wie dein Sprung auszusehen hat. Okay, meine Lieben, wollen wir hier etwas reinigen, uns von Energien etwas lösen. Weißer Salbei leistet immer gute Zwecke. Gut. Position Nummer 2. Denk an deinen Mann. Denk an ihn, wie er aussieht, wie er spricht. Denk an ein Gespräch mit ihm, an sein Lächeln. Und ich schaue mal, ha, hier kommt schon eine schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung oder gegen das Gefühl handeln. Das sind interessante Karten, die sind beschriftet. Aber ich finde das genau toll, wie man Informationen empfängt. Denn man liest manche Worte dann, ja, und diese haben eine Bedeutung. Schwere Entscheidung. Wer ist er jetzt? Gut überlegt. Ich glaube, er muss sich entscheiden. Hier muss er sich entscheiden. Und der ist sich ganz gut überlegt. Er versucht auch, die gewisse Ausgewogenheit zu bekommen. Hinzubekommen, ja, eine gute Entscheidung zu treffen, eine faire, zu einem ausgewogenen Ergebnis zu kommen. Vielleicht handelt es sich sogar für einige von euch um eine irgendeine Gerichtssache, kann natürlich auch sein. Hier geht es um Fairness, um Selbstverantwortung. Und auch etwas sachlich zu beurteilen. Also, wer ist er jetzt noch? Ja, hier geht es um Hilfe annehmen, habe ich hier gesehen. Und auch um Geben und Nehmen. Und das soll im Gleichgewicht bleiben. Sei es, hat er etwas versprochen oder er gibt dir in letzter Zeit nicht das, was du von ihm erwartest. Oder er nimmt zu viel. Und das bereitet dir Kummer. Hier kommt schwierige Entscheidung zum Tragen. Eventuell wird hier über die Trennung überlegt. Oder echt, es wird auch einer Trennung nachgetrauert. Es ist eine allgemeine Legung, meine Lieben. Ja, ich nenne euch ganz schön viele möglichen Situationen, in denen ihr euch jetzt befinden könntet. Okay,
Okay, was möchte er denn von dir? Dass du zu einer klugen Erkenntnis kommst. Sei es, er hat dich vor kurzem kritisiert, er hat dir was gesagt, es gab einen Streit, schmerzhafte Einsicht kommt hier noch. Es war nicht einfach für dich, für ihn. Er wollte oder möchte immer noch etwas mit dir klären. Oder die Chance dafür haben, etwas mit dir zu klären. Hier kann es auch um einen Neuanfang sich das Ganze drehen, sodass nach der Klärung, ja, vielleicht ist es noch so frisch und die Energien schweben immer noch im Raum, sodass hier um Neuanfang geht, vielleicht erst kurz versöhnt und da ist noch nicht alles entschieden. Ja, da ist noch der Stein nicht so wirklich ins Rollen gekommen. So, was möchte er? Wenn ihr euch gestritten habt, dann möchte er natürlich die Versöhnung. Er möchte Liebe, Glück. Hier kann alles sein. Ja, je nach eurer Situation, je nach eurer Verbindung, Beziehung. Er möchte eine freundliche Atmosphäre haben, etwas mehr Harmonischeres. Mehr friedliche Phase. Ja, nach dem, was vorgefallen ist, oder nach dem, wie es jetzt aussieht, möchte er für die Zukunft oder gar generell mit dir eine entspanntere Stimmung hinbekommen. Gute Stimmung. Geht es noch darum, dass er auch in seine Arbeit flüchtet und dort seine Freude findet? Er ist jetzt ein sehr harmoniesüchtiger Mensch. Er bleibt aber auch seinen Überzeugungen sehr treu. Er vertraut dem, wie er diese Welt sieht. Er vertraut seinem Entschluss. Er vertraut dem, zu welchem Entschluss er kommt, falls die Entscheidung von ihm kommen soll. Er ist sehr zuversichtlich. Denn er hat in sich eine gewisse Sicherheit, so eine innere Sicherheit. Er ist sowieso wie ein Ruhepol in sich, ganz tief in ihm ist auch diese Sicherheit und dieser Ruhepol da. Und daraus schöpft er. Er ist sich selbst sicher, dass er auch einen gewissen Gottessegen hat. Ja? Und er vertraut dem, wie die Dinge sich entwickeln. Falls es zwischen euch gekracht hat und die alten Mauer sind hier eingerissen, dann möchte er, dass du dich befreist, dass er sich befreit und ihr einen Neuanfang wagt. Sei es wieder zusammen sein oder getrennte Wege gehen und dann noch Freunde bleiben. Auch wenn es schmerzhaft ist, musste das Ganze geschehen, um auch dich von deinen Albträumen, von deinen schlaflosen Nächten, von deinen Zukunfts- und Verlassenheitsängsten und Sorgen zu befreien. Es war gut so, dass der Turm explodiert ist und ihr beide nun mal jetzt die Realität seht. Dass ihr jetzt in eine durch die Zerstörung eine Erkenntnis bekommen könnt oder habt. Und ihr seid jetzt nun mal plötzlich befreit. Das ist doch wunderbar. Was möchte er noch? Er möchte mehr ins Wachstum gehen. Sei es, er möchte mehr Unterstützung von dir, wenn er noch damit rechnen könnte.
Ja, da möchte er, dass du ihn unterstützt, ihn näherst, dass du ihm deine Hand reichst, sich liebevoll um ihn kümmerst. Dass er auch durch dich mehr Gelassenheit erfährt. Sei es, du signalisierst, dass du immer noch irgendwie doch noch in seinem Leben präsent bist. Oder falls du die Ehefrau bist, dann möchte er, dass es so weiter bleibt, dass er mit dir glücklich ist. Dass er mit dir Lebensfreude erfährt, dass er dir vertrauen kann. Dass er auf dich zählen kann. Dass du seine geliebte Frau bleibst. Dass die Liebe mehr blüht, aufblüht und wächst. Und falls ihr beide Kinder habt, dass du dich um die Kinder sehr wohl gut kümmerst und sehr mütterlich bist. Okay, was noch? Ich möchte noch, dass du irgendwie Wertschätzung zeigst zu dem, was er schon erreicht hat. Das heißt, er hat nicht so viel in letzter Zeit davon gehört, wie toll er ist, was für eine gute Arbeit er geleistet hat, wie wunderbar, dass er so und so viel Geld nach Hause bringt oder gar, dass er ein erfolgreicher Mann ist. Heutzutage momentan ist er noch nicht entscheidungsfähig. Ja, er verharrt noch auf seinem Standpunkt, er verteidigt es auch. Nur es ist noch nicht so weit. Ja, falls es mit dir jetzt resoniert, dann zögert er etwas, weil er noch unsicher ist. Gut, seine Pläne in Bezug auf dich. Verständnis möchte er von dir. Dass du Verständnis zeigst, dass du vertraust auf deine Intuition, denn du kennst ihn schon so gut. Ja, falls du die geheime Frau bist, sollst du wie so eine Art Mutter für ihn sein, die fürsorglich ist, die immer wieder auf den Schulter klopft und Köpfchen streichelt und sagt, ja, es wird doch alles gut und schön. Seine Pläne. Na, erstmal kann er nicht so viel unternehmen. Er ist ausgebrannt. Ihm ist auch vieles nicht klar, wie es zwischen euch weitergeht. Wie viel Initiative du zeigen wirst. Er würde dir natürlich auch helfen wollen, aber das möchtest du ja selbst nicht. Ja, du bist sehr anziehend, du gehst nicht aus seinem Kopf. Die Gedanken, die sind immer da, immer ständig präsent. Aber für viele von euch ist natürlich der Mann hier nicht zu 100% verfügbar, sei es auch aufgrund seiner familiären Situation. Seine Pläne für dich. Was plant er mit dir in den kommenden 3 Wochen? Er möchte mit dir etwas erreichen. Er möchte, dass die Gelegenheit kommt. Er möchte, es hat ja auch etwas noch mit Geld zu tun. Er möchte die Gelegenheit haben für einen neuen Anfang auf jeden Fall. Komm nochmal, ja. Er plant auch in deinem Leben zu erscheinen. Er plant auch irgendwie ungestüm zu sein, auch unvorhersagbar, sei es, er kommt in so einem emotionalen Zustand, das nicht besonders ausgeglichen ist oder er ist mehr ungeduldig und unberechenbar dann, was das Ganze angeht, weil er gibt sich schon Mühe, ja.
gibt sich Mühe in eurer Situation. Er arbeitet daran. Auch wenn er es dir nicht sagt, ist er schon sehr bemüht. Für dich hat er auch ganz viel Zuneigung. Du bist ihm nicht egal. Mit dir hatte er ganz schöne Momente gehabt. Auch sehr glückliche, die ihn glücklich gemacht haben. Das macht ihn auch unruhig. Und dich eventuell auch, ja, besonders wenn es hier um Dreieck geht, wo du weißt, dass er mit anderen das Glück genießt und nicht mit dir. Das macht die Sache sehr heikel natürlich, ja. Und nicht einfach. Was möchte er noch? Es kommt auf euch zu. Ja, hier sollst du Ausdauer haben. Hier solltet ihr beide auf Vertrautes und Bewährtes setzen. Und ihr werdet beide eine neue Festigkeit erlangen. Hier wird sich das Ganze sehr langsam, aber sicher, stabil entwickeln. Hier geht es auch um die Verlässlichkeit. Man möchte sich auf den anderen verlassen können und nicht von dem anderen verlassen sein. Man möchte Sicherheit. Sicherheit. Und sicher sein, sei es er soll sich sicher sein oder du sollst dir sicher sein und mehr Sicherheit soll zwischen euch herrschen. Und dies wäre eine gute Basis und eine positive Weiterentwicklung für euch beide. Jetzt trägt ihr leider oft die rosarote Brille, ihr schwärmt. Manchmal seid ihr wie im Rausch. Und das macht natürlich das Ganze nicht einfach. Er möchte auch seine Chance auf Glück haben. Ja, wenn er gegangen ist, dann möchte er etwas anderes umsetzen, seine Aufgaben zu Ende führen. Er wollte mehr Ordnung haben, ja, weil es hier ein trauriges Ende zustande gekommen ist. Für dich alles mit Lust und Liebe. Genießen. Empfang, ja, hier hatte es viel mit Leidenschaft zu tun. Eventuell war hier eine Affäre gewesen. Aber wenn nicht, dann habt ihr sehr wohl auf einem guten Sex sehr viel gebaut. Wenn nicht, dann seid ihr beide sehr energiegeladene Personen und ihr habt euch gegenseitig angesteckt. Habt euch gegenseitig die richtigen Wege gezeigt. Und ihr hattet auch, du in seinem Leben, er in deinem Leben, schicksalhafte Veränderungen vollbracht. Das ist schon eine sehr wichtige karmische Bindung gewesen. Gut, jetzt noch Ratschlag von den Karten für dich. Also, falls du einen finanziellen Engpass oder irgendwelchen Entbehrungen erleidest, ja, das ist ein Härtetest. Musst du wissen. Ist so. Da kommt schon. Genau, wollte ich sagen. Hier ist das Rad des Schicksals und es wird sich schnell alles wieder zum Positiven wenden. Wenn es dir nach der Trennung von deinem Mann nicht so gut geht, ja, vertraue an das Schicksal. Vertraue an dich. Etwas Neues beginnt bereits jetzt. Der Wechsel ist jetzt schon im Gange. Sei offen, sei sorglos, glaube an deinen Erfolg. Du wirst dich bald sehr freuen und dein Leben genießen.
entfalte dich selbst weiter. Jetzt noch eine Karte von diesem Tierorakel. Du kannst auch als Krafttierkarte sehen. Wow, Rabenvogel, Magie. Er ist hier bei uns spirituell, esoterisch, interessiert. Naja, ich glaube, jeder, der Tarotlegungen anschaut, ist irgendwo auch esoterisch interessiert, spirituell, auch begabt und so weiter. Ja, ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr sonst noch macht. Vielleicht habt ihr spannende Hobbys oder ihr macht etwas professionell, würde mich auch sehr interessieren. Hier kommt der magische Rabenvogel. Hier geht es um die Magie. Eine Einweihung steht bevor. Veränderungen kündigen sich an. Erwarte Wunder. Ja. So sieht's aus. Sei es, du beschäftigst dich jetzt mit interessanten Sachen oder du bekommst Zeichen. Du könntest vielleicht auch irgendwelche Rituale durchführen, die dir dienlich sind. Ja, das ist hier nicht ausgeschlossen. Hier kommt die Kraft der Magie ins Spiel. Und hier unten sehe ich Ente, wärmende Herzensliebe. Die Ente öffnet dir den Zugang zu der Geborgenheit und Wärme in deinem Inneren. Heilung und Erkenntnis liegen in dir. Nicht irgendwo anders, außen oder nicht in jemand anders, sondern in dir drin. Meine Liebe, ich sende dir ganz viel wärmendes Licht. Alles Gute für dich. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao.